Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Herzlich willkommen zur Finalprognose zum Spiel Portugal gegen Frankreich hier bei der EM 2016. Und ja, wir sind gespannt, wie das Spiel ausgeht. Deutschland gegen Frankreich wurde gerade eben beendet vor vielleicht 20 Minuten, wenn es hochkommt. Und ich nehme direkt die nächste FIFA-Prognose für euch auf. Natürlich ein bisschen traurig, dass Deutschland raus ist, aber am Ende muss ich sagen, fand ich es trauriger, wie die deutsche Timeline bei Twitter den Schiedsrichter geflamed hat, weil der Schiedsrichter lag bis auf in einer Situation bei der Ecke beim Offensivfoul von angeblich Müller, lag er komplett richtig und selbst da weiß ich nicht, ob er richtig oder falsch lag, weil ich keine Zeitlupe gesehen habe. Jetzt aber erstmal die Nationalhymnen von Portugal. Jetzt die von Frankreich. So, kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Zuerst die von Portugal. Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Eliseo, João, Mario, Carvalho, Silva, Gomes, Ronaldo und Nani. Und dann kommt die von Frankreich. Ich hatte ja gehofft, dass ich die nie mehr sehen werde. Aber leider muss ich sie nochmal vorlesen. Loris, Sanja, Varane, Kuschelny, Evra, Diarra, Pogba, Matuidi, Payet, Giroud und Griezmann, spricht man ihn angeblich aus, oder Griezmann. Muss man mal schauen, wie sich das hier einbürgern wird während des Finals. Falls ich irgendwas falsch ausspreche, entschuldigt, ich bin kein professioneller Kommentator, kriege dafür kein Geld, außer die paar YouTube-Einnahmen, die dabei rumkommen, aber das ist auch nicht die Welt. Davon kann ich auch nicht leben, von daher entschuldigt. Aber erstmal der Anstoß hier, Frankreich mit dem Anstoß. Kommen wir auch direkt zum Gewinnspiel, würde ich sagen. Ihr könnt in die Kommentare tippen, wie das Spiel ausgehen wird. Und unter allen Tipps, egal was ihr in die Kommentare schreibt, also 15-4 oder so als Beispiel, verlose ich einmal FIFA 17. Der Gewinner wird nach dem Spiel bekannt gegeben am Sonntag um 24 Uhr. Bis dahin habt ihr Zeit, irgendwas in die Kommentare zu schreiben. Auch während dem Spiel könnt ihr gerne das richtige Ergebnis reinschreiben, wenn ihr euch dann cooler fühlt oder keine Ahnung. Einfach reinschreiben, dann könnt ihr FIFA 17 gewinnen für den PC. Das ist so das Einzige, was ich zu sagen habe dazu für den PC. Hier sehen wir erstmal das erste Foul. Und die Standard-Edition, also nicht irgendwie Digital Deluxe, was weiß ich, sondern eine ganz normale Standard-Edition für Origin, für den PC. Und ja, dann schauen wir mal auf das Spiel jetzt erstmal. Da haben wir erstmal das erste Foul gesehen, direkt mit Gelb geahndet auch. Der Schiedsrichter greift hier direkt durch. Ich fand es, wie gesagt, ein bisschen schade, wie der Schiedsrichter geflamed wurde gegen Deutschland. Klar war er Italiener, das war vielleicht das einzig Unglückliche der UEFA, aber er hat ein klasse Spiel gepfiffen und eigentlich alles richtig gesehen, bis auf die Situation halt mit Müller offensiv faul bei einer Ecke. Da wusste man nicht so genau, war das jetzt wirklich ein offensiv faul oder nicht, aber hat man halt bis jetzt noch keine Zeitlupe gesehen. Also zumindest ich nicht. Keine Ahnung, ob es da eine gab. Payet jetzt hier mit dem Freistoß. Griezmann steht da auch dabei. Und sie probieren es irgendwie über eine Variante, aber die scheitert erstmal. Silva hat hier übrigens Gelb bekommen. Hatte ich, glaube ich, nicht vorgelesen. Und jetzt vielleicht die Portugiesen mit Ronaldo, aber Payet ist damit zurückgeeilt und wird dann gefoult von Ronaldo. Holt er sich hier auch direkt eine Gelbe ab, oder was? Auch da der Schiedsrichter direkt knallhart, 12. Minute, bereits 2 gelbe Karten für die Portugiesen. Wenn das mal nicht irgendwie entscheidend wird am Ende, da kann man natürlich jetzt nicht mehr so hart in die Zweikämpfe gehen. Und auch da völlig richtige Entscheidung.
hat null Chance auf den Ball, so wie er da reingeht. Und ja, im Zweifel ist es dann halt gelb. Und auch hier völlig richtig entschieden vom Schiedsrichter. Ronaldo und Silva schon gelb bei den Portugiesen. Und nicht mal eine Viertelstunde rum. Das verspricht ein heißes Spiel zu werden, meine Freunde. Ein heißes Finale. Jetzt hier fast der Fehlpass. Koscielny rennt da den Ball nochmal hinterher, damit es da keine Ecke gibt. Guter Seitenwechsel auf Sanja. Der wieder mit dem Seitenwechsel. Da ist Evra. Der auch gelb gegen Deutschland kassiert hat, aber die gelben Karten wurden ja nach dem Viertelfinale gelöscht, sind also nur irgendwie entscheidend hätte es gelb-rot gegeben. So wurden sie halt gelöscht. Er hat quasi eine gelbe Karte. Aber die ist halt egal. Was ja unter anderem Mats Hummels auch beanstandet hat, sage ich mal. Er wünscht sich, dass die aus dem Halbfinale halt auch irgendwie noch mit in die Rechnung gehen. Das wäre auch, denke ich, richtiger. Weil sonst kann man halt im Halbfinale faulen, wie man will, wenn man nach 80 Minuten 2-0 vorne liegt. Und sich noch schön gelbe Karten abholen, weil die sind ja eh unwichtig im Finale. Von daher, sonst überlegt man sich das vielleicht nochmal, wenn man so kurz vorm Finale steht und dann eine Gelbsperre droht, dann macht man das vielleicht eher nicht, das Foul. Aber naja, vielleicht wird die UEFA da die Regeln ja ändern. Ich glaube, bei der FIFA, bei der WM ist es genauso, dass die auch zum Halbfinale gelöscht werden. Also auch nicht wirklich gut. Jetzt hier erstmal die Franzosen mit Griezmann. Auf Giroud. Matuidi. Auf Evra. Weiter zu Diarra. Payet. Evra. Hier sehen wir Pässe bisher 100% bei den Portugiesen. 97% bei den Franzosen, die jetzt mit dem Schuss. Griezmann mit dem Kopf. Aber der geht vorbei am Tor. Rui Patricio muss da nicht eingreifen. Pepe war da auch noch vielleicht dran. Weiß oder weiß nicht. Wir werden es jetzt vielleicht noch sehen. Come on. Er war es scheinbar nicht. Okay. Abstoß von Rui Patricio. Auf Fonte. Noch 0-0 hier. Im Finale der EM. Joao Mario auf Cedric. Carvalho auf Joao Mario. Wieder Carvalho. Der verliert hier fast den Ball. Wird da gut angegangen eigentlich, aber behält den Ball dann auch gut. Jetzt hier Ronaldo mit dem Schuss. Eieiei. Der packt da mal den rechten Hammer aus, aber der geht vorbei. Nimmt ihn da gut. Volley. Knapp am Tor vorbei. Und jetzt Loris mit dem Abstoß. Kurz auf Evra. Weiter zu Koscielny. Der auf Matuidi. Auf Pogba. Eieiei, da ist der Ball erstmal weg. Die Portugiesen haben ihn erobert. Mit Joao Mario. Jetzt hier gut durchgespielt auf Cedric. Cedric mit der Flanke. Aber Ronaldo kommt da nicht ganz hinterher. Einwurf für die Portugiesen. Schnell ausgeführt auf Cedric. Die Flanke kommt, aber da ist ein Franzose, der den Ball klären kann. Eliseo jetzt mit dem Schuss abgeblockt. Auch kein Problem, der Ball kann geklärt werden. Und jetzt erneut die Franzosen. Aber der Ball landet direkt bei Cedric auf der Brust. Den muss er nur noch aus der Luft pflücken quasi. Carvalho jetzt hier auf Fonte. Ja, eigentlich gut durchgesteckt, aber dann irgendwo im Detail verloren den Ball. Jetzt hier vielleicht Griezmann auf Sanja. Hier sehen wir Ballbesitz 64% für die Franzosen und 36% für Portugal.
gut abgegrätscht jetzt hier von Gomez, aber trotzdem weiter Ballbesitz für die Franzosen. Sagna könnte jetzt flanken. Sagna will sich lieber in die Mitte dribbeln und auch da wird wieder der Ball geklärt. Auch wieder da ist es André Gomez. Hier sehen wir Ronaldo im Fokus. Zwei Schüsse bisher. Der eine war eigentlich ganz gut. Hier der Volley. Knapp am Gehäuse vorbei. Lloris wäre da wahrscheinlich chancenlos gewesen, aber man weiß ja nie. Jetzt hier erstmal Ecke für die Franzosen. Payet ist das, der die Ecke ausführt. Kommt in die Mitte, da ist Koscielny, aber da ist auch Rui Patricio zur Stelle und kann den Ball erstmal klären. Jetzt hier erstmal kein Konter der Portugiesen. 4 Minuten Nachspielzeit hier. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter hier für Drogen genommen hat, aber 4 Minuten. Eieiei. Never. Also das sind keine 4 Minuten Nachspielzeit, die hier gerechtfertigt werden. Und wofür auch? Ich glaube, der kriegt pro Minute Spielzeit sein Geld, so ungefähr. Und denkt hier, er braucht noch ein bisschen, um das Haus abzubezahlen. Man weiß es nicht. Oder um der Mafia irgendwie Gelder zu bezahlen oder so. Ich habe keine Ahnung, wofür der Schiri hier das Geld braucht. Aber anders kann man es nicht erklären. Aber die 4 Minuten sind auch schon rum. Wir gehen in die Halbzeit mit einem 0:0 zwischen Portugal und Frankreich. Hier im Finale der EM 2016. Und ihr dürft nicht das Gewinnspiel vergessen, meine Freunde. Schreibt einfach euren Tipp in die Kommentare, dann könnt ihr FIFA 17 für den PC gewinnen. Bekommt es dann, sobald das raus ist natürlich, das kommt, ich glaube, Ende September in die Läden. Ende September, Anfang Oktober. Ich kenne gerade nicht das genaue Datum. Kann gerade mal kurz nachschauen. Erstes Mal mit einer neuen Engine, mit der Frostbite Engine. Derzeit könnt ihr sogar noch fürs Cover abstimmen, wer darauf kommt, also ob Reus zum Beispiel draufkommt. Ich guck mal gerade. FIFA 17 Release-Datum. Nebenbei sehen wir noch ein paar Chancen und ein paar Fouls. 22. September. Und wenn man EA Access hat, ist es bereits vorher spielbar. Aber das gibt's, glaube ich, nur für Xbox One. Und da ist es dann auch nur eine Woche vorher spielbar oder so. Und auch nur begrenzte Spielzeit. Ja, 22. September. Ach, ist der Vorabtermin. Wirklicher Release ist 29. Okay. Aber wir sehen hier erstmal die Halbzeitstatistik. Ja, beide mit 3 Schüssen und einen davon aufs Tor. 60-40 Ballbesitz, Franzosen vorne. Passgenauigkeit sind die Franzosen ebenfalls mit 97-93% vorne. Und dann geht es in die zweite Hälfte in der Hoffnung, wir sehen da ein Tor. Sind mal gespannt. Ja. Jetzt schauen wir mal. Die Franzosen mit der Flanke. Schuss. Oh, abgeblockt. Eieiei. Jetzt die Portugiesen. Mit Nani. Ah, der wird auch weggeblockt da. Und jetzt die Franzosen. Griezmann. Dann bleibt er sogar liegen, so wie es aussieht. Steht jetzt aber wieder. Hoffentlich nicht ernsthaft verletzt oder so. Läuft ein kleines bisschen unrund, hat man das Gefühl. Griezmann jetzt aber tankt sich hier durch. Griezmann! Am Tor vorbei. Das gibt es nicht. 54. Spielminute. Griezmann mit der bisher größten Chance. Patricio hätte da wenig Abwehrchancen gehabt. Aber der Ball leicht vorbei am Tor. Deswegen immer noch 0:0 hier im Finale der EM. Eieiei.
Jetzt die Portugiesen mit Pepe. Auf Cedric zu Carvalho. Aber Ronaldo bekommt den Ball nicht. Da wird er gesucht. Bekommt den Ball aber nicht. Jetzt vielleicht die Franzosen mit Pogba auf Griezmann. Der geht vorbei am ersten. Lässt er Gomez stehen. Lässt er auch Fonte stehen. Passt erstmal zurück zu Sanja. Jetzt wieder am Ball. Griezmann auf Diarra. Pogba mit dem Schuss. Der geht aber am Tor vorbei. Kein Problem. Rui Patricio muss da nicht eingreifen. Kann da entspannt zuschauen, wie der Ball daneben geht. Eieiei. Patricio jetzt mit dem Abschlag auf Fonte. Zu Cedric. Auf Joao Mario. Zu Nani. Auf Cedric. Auf Joao Mario. Wieder Nani. Auf Carvalho. Zu Cedric. Wieder Carvalho. Auf Pepe. Die Portugiesen probieren jetzt hier über den Ballbesitz zu kommen. Und jetzt vielleicht mal ein gefährlicher Ball auf Ronaldo. Aber der kommt dadurch sechs Mann nicht durch. Irgendwo ist dann halt mal Schluss. Diesmal schon beim ersten. Kommt dann nicht mal am ersten vorbei. Und da hätten noch sechs weitere auf ihn gewartet. Jetzt hier mal ein Foul. Und auch der erste Wechsel bei den Portugiesen. Da kommt Bernardo Silva neu ins Spiel für André Gomes. Und bei den Franzosen kommt Caballé für Las Diarra. Hat er auf dem Trikot auch nur Las stehen. Obwohl er ja eigentlich Lassana Diarra heißt. Hoffentlich habe ich das halbwegs richtig ausgesprochen. Ich kann es nicht garantieren. Französisch hatte ich ein Jahr in der Realschule früher. Da hatte ich zwar eine 1, aber das war auch nur, weil wir nur in Rechtschreibklausur geschrieben haben und das war relativ einfach. Aber naja, Silber für Gomez und Caballé für Diarra. Neu im Spiel, beide Mannschaften haben jeweils einmal gewechselt. Jetzt hier die Portugiesen mit Carvalho, der wird aber abgeblockt von Varane. Kein Problem für die Franzosen, jetzt den Ball hier erstmal zu klären. Jetzt muss man vielleicht selber mal wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Evra jetzt hier auf Caballé. Aber der haut den Ball einfach auf Eliseo und der ist halt kein Franzose, sondern Portugiese. Jetzt Ronaldo hier auf Eliseo, auf Nani, aber da ist der Ball auch schon wieder weg. Auch die Franzosen leisten hier klasse Abwehrarbeit bisher. Lassen da nicht viel anbrennen. Einmal hatte Ronaldo eine gute Schusschance, aber die war halt dann doch am Tor vorbei. Und jetzt die Franzosen. Ah, der Ball ungenau gespielt von Payet auf Matuidi. Der kann da den Ball dann nicht mit im Lauf nehmen, sondern muss da nur dumm hinterher schauen, wie der Ball an ihm vorbeigeht. Das war ein nicht so kluger Pass von Payet. Jetzt Ronaldo am Ball auf Joao Mario. Evra auf Payet. Weiter zu Caballé. Der nimmt ihn mit dem Kopf mit. Spielt jetzt hier rechts raus auf Sanja. Könnte jetzt zu Griezmann. Macht er auch. Griezmann nimmt ein bisschen Tempo auf. Könnte jetzt flanken. Wartet aber nochmal. Passt erstmal zurück zu Sanja. Wieder Griezmann auf Sanja. Jetzt Steve. Der Pass in die Mitte. Und leider ist der Ball dann auch schon wieder weg. Eieiei. Jetzt Nani für die Portugiesen. Aber auch da Ungenauigkeiten im Spiel. Cedric bekommt den Ball dann noch von der Linie gekratzt. Meiner Meinung nach war er fast schon im Aus. Aber der Schiedsrichter lässt hier weiterlaufen. Immer noch 0:0. Nur noch 4 Minuten plus Nachspielzeit zu spielen hier.
Ronaldo nochmal mit der Flanke. Die Flanke kommt, aber Loris ist zur Stelle. Geht's hier nochmal in die Verlängerung? Werden wir noch mehr von der EM sehen als nur die angekündigten 90 Minuten plus Nachspielzeit hier? Sehen wir noch eine Verlängerung? Jetzt erstmal die Kopfballchance. Oh, gerade so geklärte Schusschance aus der zweiten Reihe. Aber der geht in den französischen Nachthimmel. Und jetzt der nächste Wechsel. Das ist schon fast ein Wechsel für die Verlängerung. Pereira kommt für João Mario ins Spiel. Und auch bei den Franzosen wird gewechselt. Kanté kommt für Matuidi neu in die Partie. Beide Mannschaften zwei Wechsel vollzogen. Beide Mannschaften können also zur Not in der Verlängerung noch einmal wechseln oder vielleicht hier noch einmal wechseln, um Zeit von der Uhr zu nehmen, um sich vielleicht in die Verlängerung zu retten. Aber momentan sieht es nicht so aus, als wäre eine Mannschaft so spielbestimmt, dass man sagen würde, ja, da muss sich eine Mannschaft jetzt in die Verlängerung retten. Eigentlich sieht es komplett nach Verlängerung aus. 2 Minuten Nachspielzeit sind hier angezeigt. Wenn jetzt hier nicht noch ein Wunder passiert für die Franzosen vielleicht. Griezmann nochmal. Griezmann, keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Giroud. Auf Caballé. Wieder Giroud. Oh, Pogba mit der Riesenchance nochmal. Aber da ist der Schlusspfiff. Wir gehen in die Verlängerung hier im Finale der EM 2016. Und ich kann nochmal auf das Gewinnspiel aufmerksam machen. Wenn ihr FIFA 17 gewinnen wollt für den PC, dann schreibt doch einfach einen Kommentar mit eurem Tipp, wie dieses Spiel ausgeht, in die Kommentare. Ist auch am Ende egal, ob der Tipp richtig ist oder nicht. Ich verlose unter allen Tipps, die in den Kommentaren stehen, egal ob 2-1, 8-0, keine Ahnung was, verlose ich einmal FIFA 17, meine Damen und Herren. Als kleines Dankeschön, dass ihr bei den FIFA-Prognosen so fleißig eingeschaltet habt. Natürlich ist das jetzt schade für die, die heute zum ersten Mal gucken. Beziehungsweise nicht schade, sondern schade für die, die alle geguckt haben. Und im Vergleich zu denen, die heute das erste Mal gucken. Aber ist mir, ehrlich gesagt, Wumpe. Hauptsache, ihr habt irgendwann mal reingeschaut. Und ja, heute scheint ihr ja reinzuschauen, sonst würdet ihr von dem Gewinnspiel nichts mitkriegen. Von daher, ja, ist das Gewinnspiel offen für alle, die einen Kommentar hinterlassen mit ihrem Tipp. Kann, wie gesagt, 1-0 sein, kann 3-0 sein. Das Ergebnis muss am Ende nicht stimmen. Ich werde einfach per Zufallsgenerator mir alle Namen, die einen Kommentar geschrieben haben, mit einem Tipp raussuchen und am Ende dann einmal auf Random drücken. Dann wird mir ein Name ganz oben ausgespuckt und der hat dann FIFA 17 für den PC gewonnen. Hier sehen wir noch ein paar Chancen, die es so gab. Griezmann wahrscheinlich mit der größten Chance für die Franzosen. Ronaldo hatte da einen Schuss, der leicht neben das Tor ging. Und ja, 0-0 endet das Spiel erstmal. Aber wir gehen, wie gesagt, in die Verlängerung. Klassisch geht's hier weiter, ganz normal. Der nächste Wechsel jetzt bei den Franzosen. Martial kommt neu ins Spiel für Payet. Da muss ich auch den Namen nicht mehr aussprechen, weil ich weiß immer noch nicht, ob ich das richtig tue. Falls nicht, tut mir leid. Lieber Dimitri Payet. Keine Ahnung, wie du ausgesprochen wirst. Du kannst es mir ja gerne mal auf meinem Mailbox sprechen. Falls du dieses Video guckst, wahrscheinlich eher nicht. Eieiei. Hier jetzt erstmal Einwurf für die Portugiesen. Pereira. Der relativ frisch dabei ist. Auch die Portugiesen können ja noch einmal wechseln. Haben noch einen auf der Bank, der vielleicht noch entscheiden kann, das Spiel. Ich denke da zum Beispiel an so einen Quaresma, der noch auf der Bank schmort hier heute. Jetzt hier aber erstmal Carvalho, kann sich hier aber nicht durchsetzen. Und jetzt die Franzosen. Mit Caballé. Der schickt jetzt Giroud. Giroud auf und davon. Giroud! Pepe kommt da gerade so reingerauscht. War das kein Foul? Eieiei. Schwer zu sehen für den Schiedsrichter. Und besonders bei Pepe hat man da eher mal die Pfeife im Mund, denke ich, als nicht. Wenn das Ball gespielt war, dann verdammt stark von Pepe. Wenn nicht, dann verdammt viel Glück gehabt. Wir kriegen hier leider auch keine Wiederholung von der Regie eingeworfen. Das ist ein bisschen schade, aber die Regie ist halt EA Sports und ja, ihr wisst, was EA ist, ne? Kaum einer mag EA, glaube ich, oder? Kann das sein? Aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir zurück zum Spiel. Evra auf Martial.
Oder Martial. Auch bei dem weiß man wieder nicht, wie man ihn ausspricht. Griezmann kommt hier nicht an den Ball. Einwurf für die Portugiesen. Fonte schnappt sich da das Leder. Wenn der Ball hier auch noch rausgeschossen wird, der zweite. Und jetzt die Portugiesen mit Eliseo auf Carvalho zu Cedric. Ah, der Ball war zu ungenau gespielt. Da kommt dann die Nervosität. Ich meine, das ist ein Finale. Das erste für Portugal seit der Niederlage 2004, glaube ich, gegen Griechenland. War das 2004? Ich glaube, es war 2004. Da hatte man quasi schon ja, damit gerechnet, dass man gewinnt. Und dann kommt da Griechenland und gewinnt mal eben die EM. Jetzt der nächste Wechsel bei den Portugiesen und auch der letzte Wechsel für heute. Bruno Alves kommt neu in die Partie für Cedric. Dann nimmt man nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr auch. Rettet sich hier jetzt erstmal in die Halbzeit der Verlängerung. Währenddessen google ich mal kurz. Und der Freistoß hier kommt, wer im Finale gegeneinander gespielt hat. Portugal gegen Griechenland. Hatte ich recht. Boah, was ich für Wissen alles in meinem Kopf habe, was eigentlich total unnötig ist. Aber naja, so ist es halt. Das Freistoßspray kommt hier auch nochmal zum Einsatz in der 106. Spielminute. Verlängerung. Erste Halbzeit noch. Wird Griezmann den direkt machen? Man weiß es nicht. Giroud kommt dazu, Giroud schießt, aber leicht übers Tor. Und da pfeift der Schiedsrichter direkt zum Halbzeit-Snack. Kurz mal was snacken hier, kurz mal was trinken. Und dann geht's gleich direkt weiter. Lange Pause ist ja nicht, 1, 2, 3 Minütchen. Und ja, hier in der FIFA-Prognose geht's natürlich sofort weiter, meine Damen und Herren. Wir lassen uns nicht lumpen, überspringen die Halbzeitpause einfach mal. Und zack, geht's weiter. So schnell kann es gehen. Die Portugiesen jetzt von rechts nach links in den roten Trikots. Und momentan deutet alles so ein bisschen auf Elfmeterschießen hin natürlich. Ich meine, wir haben jetzt hier 107,5 Minuten gespielt. Die Mannschaften haben ein hartes Turnier hinter sich. Manchmal sogar Verlängerung spielen müssen. Zumindest die Portugiesen. Da ist man froh, wenn es dann jetzt hier langsam vorbeigeht. Und wenn es dann nach dem Spiel hoffentlich zum Feiern geht. Erstmal jetzt Ecke für die Portugiesen. Wollen sie das hier vorm Elfmeterschießen noch klar machen? Nani. Mit der Ecke gibt erneut Ecke. Da konnte der Ball von Sanja zur erneuten Ecke geklärt werden. Und auch das ist wieder eine Ecke für Nani. Wundert mich ein bisschen, dass die Quaresma nicht gebracht haben. Aber naja, da hat der Trainer irgendwas in seinem Kopf gehabt. Wird schon passen. Nani jetzt hier mit der Ecke. Da ist Lloris zur Stelle. Kann den Ball aus der Luft pflücken. Und jetzt erstmal weit und hoch nach vorne. Aber da ist halt erstmal kein Franzose. Die Portugiesen wieder im Ballbesitz. Pepe auf Bruno Alves. Der weiter zu Pereira auf Nani. Nani auf Silva, auf Ronaldo. Ronaldo im 16er, Ronaldo. Abseits. Abseits war es von Ronaldo. Der ist damit natürlich nicht so ganz einverstanden. Meckert er jetzt nicht, um sich hier nicht noch unnötig irgendeine Karte zu holen. Aber es war abseits. Wie wir gesehen haben, auch wenn es relativ schnell vorbei war, die Wiederholung. Aber es war abseits. Jetzt hier nochmal die Chance für die Franzosen vielleicht. Martial. Auf Kanté. Zu Pogba. Auf Koscielny. Auf Evra. Zu Pogba. Und dann ist der Ball erstmal weg. Jetzt die Portugiesen nochmal. Ah, Ronaldo mit dem Fehlpass. Eigentlich direkt nachgesetzt von den Portugiesen, aber die Franzosen haben erstmal den Ball behalten. Jetzt ist er allerdings weg. Alves.
Auch da wieder gut nachgesetzt von den Franzosen, aber bekommen den Ball dann nicht unter Kontrolle. Die Portugiesen weiter im Ballbesitz mit Silva. Man sieht auch schon, er ist ziemlich groggy. Eliseo, eine Minute Nachspielzeit hier angezeigt. Ronaldo. Ronaldo könnte jetzt flanken. Ronaldo will lieber in die Mitte dribbeln. So wird das nix. Alles deutet aufs Elfmeterschießen hin. Die Franzosen jetzt nochmal mit Griezmann. Der bricht aber schon ab, sagt, nee, Elfmeterschießen. Das sagt auch der Schiedsrichter. Wir gehen ins Elfmeterschießen im Finale der EM 2016, meine Damen und Herren. Und ihr wisst, ihr könnt in die Kommentare euren Tipp schreiben, um FIFA 17 für den PC zu gewinnen. Das Gewinnspiel endet Sonntag um 24 Uhr nach dem Spiel. Danach werde ich wahrscheinlich irgendwann morgens den Gewinner bekannt geben. Ich werde aber nur genau gucken, wer hat bis Sonntag 24 Uhr kommentiert. Wer später kommentiert, ist leider raus. Tut mir leid für euch, meine Damen und Herren. Aber ihr solltet die FIFA-Prognose möglicherweise schon vor dem Spiel gucken. Während dem Spiel gilt auch noch, dann tut ihr mir leid, dass ihr leider nicht den Livestream gefunden habt, sondern mein Video. Aber so ist es halt. Jetzt gehen wir ins Elfmeterschießen. Die Elfmeterschützen stehen fest. Portugal fängt an. Die Nummer 23 der Portugiesen. Adrien Silva gegen Loris. Silva gegen Loris. Silva drin. Hämmert ihn da unter die Latte in die Mitte. Jetzt Caballé gegen Patricio. Caballé gegen Patricio. Caballé auch drin. Eieiei, der hämmert den da richtig drunter. Jetzt schon Ronaldo. Ronaldo gegen Loris. Ronaldo auch drin. Kein Thema bisher. Bisher alle verwandelt. Jetzt Giroud. Olivier Giroud auch drin. Und wie effektiv die bisher alle verwandelt waren. Wie gut einfach Alves jetzt. 2:2 steht's. Alves verzögert. Alves macht ihn auch rein. Ohne Probleme. Die Keeper bisher ohne Abwehrchance. Pogba jetzt gegen Patricio. Pogba vorbei. Am Tor vorbei. Nani jetzt. Nani. Und der hämmert ihn unter die Latte. Jetzt schon fast der entscheidende. Griezmann muss treffen. Er muss treffen. Wenn jetzt Patricio hält, hat Portugal das Finale gewonnen, meine Damen und Herren. Griezmann vorbei an den Pfosten. Portugal ist jedenfalls laut der FIFA-Prognose Europameister. Ihr könnt beim Gewinnspiel mitmachen. FIFA 17 gibt's zu gewinnen. Schreibt euren Tipp in die Kommentare. Wie geht's aus? Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Über Abos freue ich mich auch immer. Und ich sage bis dahin, haut rein. Ciao!